So, Freunde, einen wunderschönen ersten Weihnachtstag wünsche ich euch. Die meisten werden heute vielleicht bei ihrer Verwandtschaft sein. So war das bei uns früher immer. Bei Omi und Opi oder wie auch immer. Auch da wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir haben jetzt nochmal den Server neu gestartet. Das ist jetzt das zweite Mal in dieser Aufnahmesession. Und wir hoffen, dass wir jetzt die Session auch voll durchkriegen. Wir haben die Weihnachtsbäume jetzt mal entfernt, weil ich vermute, dass es daran lag. Vermutlich irgendwas mit den Tönen. Das ist ja häufiger der Fall, wenn irgendwelche Töne abgespielt werden, dass dann eine Karte sich aufhängt bzw. verabschiedet. Und deshalb hoffen wir mal, dass es jetzt einfach läuft. So, ich war jetzt mal kurz beim Hans-Peter vorbei, wenn der da ist. Und wünsche ihm auch mal noch frohe Weihnachten. Dum, dum, dum. Jürgen? Angefangen schon. Jo, connecten Sie einfach. Gut, gut. Und starten Sie Ihre Aufnahme. Ja. Oh, der Hans-Peter ist gar nicht da. Okay, dann halt nicht. Ah, warte mal. Achso, nee, kann ich ja gar nicht. Ah. Ich guck mal gerade nach meinen Schäfchen. Ist halt ein bisschen langweilig jetzt gerade, diese Seasons. Es war so ein Fail, das überhaupt mit reinzunehmen. Muss man echt mal sagen. Aber Hans-Peter wollte es unbedingt. Und ich wollte mich irgendwann dann nicht mehr dagegen stellen. Und deshalb haben wir es ja jetzt mal ausprobiert. Es ist einfach... Es ist natürlich realistisch und es ist auch cool, wenn man mal... sag ich jetzt mal... warte mal, habe ich nicht noch ein Feld gekauft? Ich habe doch noch ein Feld gekauft, oder? Oder wollte ich ein Feld kaufen? Muss mal gucken. Ist auch cool, wenn man mal Schnee pflügen kann oder Schnee schieben kann oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Seasons hat mehr Probleme gemacht, wie dass es Sinn gebracht hat. Und von dem her wird es auch wieder verschwinden. So, der Jürgen ist jetzt da. Dann passt wieder alles. Guck ich mal gerade noch mein Schäfchen hier. Den geht's noch gut. Wasser sollte ich mal nachfüllen. Wasser und Sauberkeit ist nicht so pralle. Dann machen wir gerade mal bei den Schäfchen ein bisschen sauber. Ah, da stimmt, wir haben doch noch was zu tun. Da liegt ja noch Heu. Gras. Dann mache ich da gerade mal ein bisschen sauber. Und dann können wir das Gras weiter aufsammeln. Ups. Kann ich eigentlich bei den Schäfchen gleich was reinschmeißen noch? Los. Nicht so doof zum Fahren oder was? Absenken noch wäre ganz wichtig. So.
Essen haben unsere Schafe genug. Trinken und Sauberkeit müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber das können wir auch morgen noch machen. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Gras sammeln, nachdem das letztes Mal ja so katastrophal geendet hat. So, ich muss wieder hier. Ich sehe halt leider nicht, wie viel da drin ist. Deshalb machen wir das mal doch nochmal an. Da haben wir ja voll Glück gehabt. Das war letztes Mal, dass der Jürgen hier das Gras gemäht hat. Dann haben wir heute doch was zu arbeiten. Ich hoffe mal, ich schaffe es heute ohne Unfall dann wieder zurückzufahren. Ich werde vielleicht kurz meine Schäfchen auffüllen und dann fahre ich das Zeug rüber zum Jürgen. Lass mal hier gerade noch. Muss ja immer für Instagram irgendwas posten, ne? Deshalb haben wir hier noch ein schönes Lamborghini-Bild raus. Vielleicht soll ich auch mit Jürgen mal klären, wie wir das machen mit dem Gras. Weil ich ja gar keine Möglichkeit habe, das zu lagern. Dann müsste er mir das eigentlich einlagern und ich kann mir dann einfach von ihm Zeug holen. Nein, das wollte ich nicht. Hä, sammelt er jetzt auf oder nicht? Ja. Ich bin gespannt, wann der anruft. Irgendeinen Deal müssen wir da schon mal ausmachen. Gut. Ich glaube, ich habe letztes Mal eine volle Ladung schon runtergefahren. Das waren 42.000, das heißt, jetzt sind es dann 84.000, die schon bei ihm sind. Ich muss immer ein bisschen gucken. Keine Lust auf Polizeibesuch. Zumindest nicht auf negativen. Der neue Polizist, der soll böse sein. Böse, böse, böse. Also, sehr genau soll er sein. Hallo?
Moje. Ah, Jürgen, jo. Du, ich fahr gerade die zweite Ladung Gras bei dir rein. Ja. Ich habe ja kein Silo mehr. Wenn du willst, kannst du bei mir unterkippen, ja. Ja, das war mein Gedanke, beziehungsweise was hast du denn für Silos im Angebot? Alle. Ja, sag mal an. Im was? Shop. Momentan ganz schlecht zum Ansagen, weil ich bin Reifenwagen unterwegs. Wir haben den Müller festgenommen. Welchen? Lukas. Den Lukas Müller. Warum denn das? Der hat einen Haftbefehl. Warum? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, okay. Ja, dann melde dich mal, wenn du weißt. Komm nachher einfach mal runter. Du kommst runter? Ja. Okay. Gut, bis dann erstmal. Okay. Wo seid denn ihr gerade unterwegs? Wir sind jetzt bei der Polizeiwache oben. Okay. Gut, passt. Jo. Tschö. Ja. Wichtige Info. Warum? Jetzt leckt's wieder, Alter. Das gibt's doch nicht. Warum? Alter, wie soll man da fahren? Leute, ich würde fast sagen, es tut mir unglaublich leid, dass wir euch die nächsten, weiß gar nicht, das ist glaube ich die dritte Folge, die wir jetzt heute aufnehmen, die nächsten 4 Tage keine Folgen zeigen, weil das einfach absolut keinen Sinn macht. Wir werden gucken, dass wir da wieder einen Spielstand hinkriegen, der dann rund läuft, ohne Seasons. Wir werden auch einige Mods ausmisten, einfach der Sicherheit halber. Die ganzen also Schiebeschilder und weiß was ich was für den Schnee, die brauchen wir ja nicht. Werden ein bisschen den Server aufräumen. Vielleicht auch nochmal gucken, ob irgendwelche Errors kommen. Aber eigentlich sind es keine großen Errors, die wir im Moment auf den Mods haben, weil ich habe da schon einiges aussortiert. Und dann werden wir ja euch hoffentlich nächste Woche ab Montag wieder Folgen präsentieren können, die dann auch stabil laufen und nicht so wie jetzt gerade so rumzuppeln. Ist zwar ganz gut, kann man nicht zu schnell fahren, kann man nicht geblitzt werden. Aber es ist einfach keine Art zu zocken. Ich weiß nicht, woran es liegt, wer irgendwas gemacht hat. Also irgendeiner muss wieder irgendwas getan haben. Vielleicht ist es irgendeine Interaktion. Wir wissen es leider nicht. Aber wir werden mal gucken, dass wir da wieder einen guten Spielstand hinkriegen. Und jo. Vielleicht fahre ich auch noch gerade mal den einen Ladewagen dann zum Jürgen. Und ich mache ihn voll und lasse ihn bei mir stehen. Vielleicht regelt sich's auch wieder. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube es eigentlich eher nicht.
Frage ist, was hat's ausgelöst jetzt? Ja. Woran lag's, dass das Safe Game ein paar Minuten funktioniert und dann so zusammenbricht? Das ist schon merkwürdig. So hat man es eigentlich noch nie. Es wird, glaube ich, Zeit, dass unsere eigene Map fertig wird. Aber das dauert leider noch ein paar Monate. Ich wünsche euch jetzt morgen auf jeden Fall einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich trotzdem über ein Like, Abo oder einen Kommentar mich freuen. Auch wenn das natürlich durch die Lag-Party nicht wirklich schön anzuschauen ist. Aber wir werden gucken, dass wir bis nächste Woche fixen. Also, haut rein, macht's gut. Tschüss.